Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Slay the Spire. In den ersten beiden Videos habe ich mich mit dem Eisernen versucht und bin am Boss des zweiten Aktes gescheitert. Nun starte ich den Standarddurchlauf mit dem freigeschalteten Charakter, die Stille. Sie hat 70 Trefferpunkte, startet auch mit 99 Gold. Eine tödliche Jägerin aus den Nebelländern beseitigt Gegner mit Dolchen und Giften. Und als Relikt haben wir den Schlangenring, ziehe zu Beginn jedes Kampfes zwei zusätzliche Karten. So wie das Spiel funktioniert, muss ich ja an dieser Stelle nicht mehr erklären. Sei gegrüßt, ich bin Niau. So, da wir nun einen Durchlauf hatten, wird beim nächsten Durchlauf werden wir hier von diesem merkwürdigen Wesen begrüßt. Erreiche den Boss, um mehr Segen zu erhalten. Warum sind da zwei Punkte? Er lässt eine dramatische Pause. Okay, wir können jetzt also zum Start, und das hätten wir auch, wenn wir zum Eisernen spielen wollen, können wir uns einen Bonus aussuchen. Entweder erhalten wir 7 Trefferpunkte Maximum dazu, das heißt, wir hätten eine Lebensenergie von 77, oder in den nächsten 3 Kämpfen haben die Gegner nur einen Trefferpunkt. Ich schaue mal auf die Karte, ob wir so vielleicht sogar eine Elite mit einem Schlag umhauen können. Das ist immer recht praktisch, wenn man das nutzen kann. Und mit etwas Glück, sofern diese Fragezeichen-Ereignisse keine Begegnung mit einem Monster sind, könnte man diese Elite tatsächlich mit einem Trefferpunkt dann umschlagen. Ich versuche diesen Weg dann auch zu nehmen, schaue mal, wie ich von hier weitergehe, um möglichst viele Lagerfeuer noch mitzunehmen. Ich glaube, dann würde ich hier abbiegen, um hier noch den Händler zu nehmen, noch ein Lagerfeuer, mich an einer weiteren Elite versuchen, bevor wir zum Endgegner kommen. Und in diesem Durchlauf haben wir einen anderen Endgegner. Es gibt immer 3 verschiedene pro Akt. So, ich werfe noch einen Blick auf das Deck. Die Stille hat insgesamt 12 Karten. Davon sind 5 Verteidigungen mit Block 5 und 5 Schläge mit Schaden 6. Dann haben wir einmal Überlebenskünstlerin. Das ist ein Block von 8 und wir werfen eine Karte ab. Das heißt, wir legen sie auf den Ablagestapel, nicht, dass sie erschöpft wird, nicht, dass da jetzt was falsch verstanden wird. Und einmal ein kostenloser Angriff neutralisieren, der 3 Schaden zufügt und den Gegner schwach werden lässt. Sprich, er greift mit 25% weniger Schaden dann an in dieser Runde. Ich nehme den Bonus, dass die Gegner nur einen Trefferpunkt haben. Und wie gesagt, ich versuche dann... Wo ich starte, ist ja egal, wir können hier überall 2 Ereignisse dann auslösen. Und ene, mene, miste, bla 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 bla, ich nehme die goldene Mitte. Und wir starten mal wieder mit einem Kultisten. Und wie ihr seht, wir starten ja mit 2 Handkarten mehr. Wir ziehen also im ersten Zug 7 statt 5 Karten. Wir brauchen ja auch gar nicht groß zu überlegen, er hat ja nur einen Lebenspunkt. Da machen wir einen Angriff. So, nun ist es so, da wir einen anderen Charakter spielen, haben wir hier natürlich auch andere Karten, die diesen Charakter nochmal ausmachen. Ich hatte hier einmal Verschwimmen, erhalte 5 Block und dein Block wird zu Beginn deines nächsten Zuges nicht entfernt. Man könnte so also einen guten Block für die darauffolgende Runde aufbauen. Ich konzentriere mich mit der Stillen allerdings immer gerne auf Gift, deswegen werde ich hier den giftigen Stich nehmen, füge 6 Schaden zu und wende 3 Gift an. Und Gift bedeutet, dass der Gegner am Ende der Runde 3 Lebenspunkte verliert oder zum Beginn seiner Runde 3 Lebenspunkte verliert und das Gift dann um 1 reduziert wird, sprich in der nächsten Runde verliert er dann 2 und dann wird es wieder reduziert und so weiter. Wir nehmen den giftigen Stich und schauen mal, was sich hier verbirgt. Hoffentlich kein Kampf. Der Priester, ein seltsamer blauer Humanoider mit einem goldenen Helm, Fragezeichen, nähert sich dir mit einem breiten Lächeln. Hallo, mein Freund, ich bin Priester. Bist du an meinen Diensten interessiert? Schreit die Kreatur laut. Allein schon diese Vorstellung, dass da dieser blaue Typ ankommt und dich so anschreit. Ich bin Priester. Okay, heilen bringt nichts, seine Karte aus dem Deck zu entfernen möchte ich auch nicht, das heißt, wir verlassen ihn einfach.
Du traust diesem Priester nicht, also gehst du. So ist es eine nette Möglichkeit, sich zu heilen oder auch einen Fluch loszuwerden, aber so früh im Spiel macht das dann wenig Sinn. Was haben wir hier für ein Ereignis? Ein goldener Götze. Du findest ein unscheinbares Podest, auf dem friedlich ein glänzender goldener Götze ruht. Er sieht unglaublich wertvoll aus. Du bist sicher, keine Fallen in der Nähe zu erkennen. Ich könnte jetzt einfach weitergehen oder den goldenen Götzen erhalten. Dadurch löse ich jedoch eine Falle aus. Und wir machen das ganz im Indiana Jones Style. Das erinnert ja sehr stark daran. Als du den Götzen greifst und ihn verstaust, bricht ein riesiger Felsbrocken durch die Decke und schlägt neben dir auf den Boden. Du bemerkst, dass der Boden abschüssig ist, als der Felsbrocken beginnt, dir entgegenzurollen. Und wenn wir wegrennen, werden wir einfach nur verletzt. Das heißt, wir haben eine unspielbare Karte im Deck, die uns aber sonst keine Nachteile bringt. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir könnten 17 Schaden erleiden oder 5 Trefferpunkte an unser Maximum verlieren, wodurch wir nur noch 65 hätten. Dann nehme ich lieber die Verletzung in Kauf. Und der goldene Götze bewirkt, dass Gegner 25% mehr Gold hinterlassen, nachdem wir sie besiegt haben. So, ich renne weg. Verletzung. Lauf! Du schaffst es gerade noch, in einen Seitenweg zu springen, als der Felsbrocken vorbeirauscht. Leider fühlt es sich so an, als ob du dir dabei etwas verstaucht hättest. So, hier haben wir den zweiten Gegner. Die dürften beide auch nur einen Lebenspunkt haben, aufgrund unseres Relikts. Niaus Klage. Niau, miau, niau. So, das heißt, auch hier brauchen wir nicht lange überlegen, sondern schlagen die direkt weg. Kriegen 10 Gold plus 3 Bonus, also 13, und erhalten eine Karte. Und hier haben wir einmal den Rückwärtssalto 5 Block und ziehe 2 Karten. Ich tendiere aber zum Meisterstich, denn dieser kostet erstmal nichts und fügt 12 Schaden zu. Jedoch immer, wenn wir Schaden erleiden, steigen die Kosten dieser Karte um 1. Das heißt, wenn wir schon ordentlich im Kampf getroffen wurden, kann es sein, dass sie nachher unbezahlbar wird. Aber so als kostenloser Angriff, wenn wir noch keinen Schaden erhalten haben, ist sie doch sehr, sehr praktisch. Ein weiteres Ereignis also klappt es, dass wir die Elite mit nur einem Lebenspunkt haben. Das ist doch schon mal gut. Als du einen langen Korridor hinuntergehst, siehst du eine Banane, einen Donut und eine Kiste herumschweben. Nein, bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sie an Schnüre gebunden sind, die aus Löchern in der Decke kommen. Du hörst ein leises Gackern von oben, als du dich den Objekten näherst. Was tust du? Die Banane zu essen würde jetzt nichts bringen, wir sind ja noch voll dabei. Mit dem Donut können wir unsere maximale Lebensenergie um 5 erhöhen, das wäre schon eine sinnvollere Sache. Oder wir öffnen die Kiste und erhalten ein Relikt, werden dadurch aber verflucht und erhalten Reue. Und Reue bedeutet, dass wenn diese Karte auf der Hand ist, dass wir pro Handkarte einen Trefferpunkt verlieren. So, gerade mit dem Meisterstich kann das jetzt gefährlich werden und gerade mit dem Startring, der uns 7 Karten ziehen lässt, wenn wir da die Reue auf der Hand haben und es nur schaffen, 3 Karten auszuspielen, dann haben wir noch 4, kriegen also 4 Schaden und die Karte wird teurer. Der Meisterstich wird schon um einen Punkt teurer, weil wir ja Schaden erleiden. Deswegen esse ich einfach mal den Donut und erhöhe meine Lebenspunkte um 5 im Maximum. Du isst den Donut, er ist genau, was du jetzt brauchst. Deine maximalen TP erhöhen sich. So, und nun? Ich könnte auch noch ein Lagerfeuer mitnehmen, aber ich kämpfe tatsächlich gegen die Elite. Ich will ein Relikt und die haben ja alle nur einen Lebenspunkt. Und auch die kriegen wir jetzt also schnell weg. 33 Gold plus 8 machen also 41. Wir kriegen den Messschieber als Relikt. Verliere zu Beginn deines Zuges 15 Block statt dein gesamtes Block. Dein gesamter Block müsste es doch eigentlich sein, oder gesamtes Block? Keine Ahnung. Erhalte eine Karte. So, aufspießen ist natürlich gut. Macht 7 mal, fügt x mal 7 Schaden zu, je nachdem wie viel Energie wir aufwenden, um diese Karte zu nutzen. Mit dem schnellen Hieb dürften wir noch eine Karte ziehen.
Ich nehme aber den Fußfeger, da er einmal den Gegner für 2 Runden schwach werden lässt, wodurch sein Angriff wieder um 25% gesenkt wird und wir gleichzeitig auch noch einen Block von 11 erhalten. Und gerade mit dem Messschieber kann das nachher sinnvoll sein. Wenn wir über 15 Block haben, könnten wir so für die nächste Runde schon mal ansammeln. So, und nun kommt der erste wahre Kampf. Denn nun ist unser Bonus aufgebraucht. Und da haben wir direkt 2 Läuse. Wir kennen das Spiel ja mit dem Zusammenrollen. Habe ich ja schon in der vorherigen Runde als Eiserner erklärt. Sobald sie das erste Mal Schaden kriegen, rollen sie sich zusammen und kriegen das nochmal als Block, aber einmalig. So, ich werde erst einmal den Block spielen, damit ich keinen Schaden erhalte, denn die Stille heilt sich ja nicht von selbst wie der Eiserne, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ich steche mal auf diese Laus ein und vergifte sie direkt. Und auch die Laus greife ich einmal an, damit da schon mal Lebensenergie fehlt. So, bevor diese Laus nun zuschlägt, verliert sie noch 3 Lebenspunkte und das Gift sinkt auf 2 hinab. Er macht sich stärker, macht also 3 Schaden mehr. So, aber ja, haben wir es jetzt schon geschafft. Neutralisieren führt 3 Schaden zu. Meisterstich 12 nutzen wir schon mal dafür, das nutzen wir dafür. Und dann hauen wir nochmal drauf. Und kriegen 24 Gold. Einen Feuertrank, der 20 Schaden zufügt an einen Gegner. Vorher habe ich übrigens einen Angriffstrank gefunden. Sprich, wenn ich diesen trinke, darf ich einen von 3 zufälligen Angriffskarten wählen, die in diesem Zug 0 kosten und danach die normalen Kosten haben, wenn diese Karte nach dem Mischen wieder im Deck landet. So, was nehmen wir nun für eine Karte? Unerwarteter Hieb macht den Gegner schwach. Also wir haben sehr viele Sachen, die den Gegner schwach machen, das ist ganz gut. Rückwärtssalto wäre auch nicht schlecht. Schau noch mal, wie viel Block wir jetzt allgemein haben. Da haben wir schon einen sehr hohen Block. Da haben wir einen Block. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich lieber noch mal den unerwarteten Hieb nehmen. Und hier können wir dann schon unsere erste Karte aufwerten. Den Meisterstich, der wäre natürlich gut. 3 schwach und 14 Block. 9 Schaden und 2 schwach. Oder Gift 4. Nein, ich nehme erstmal den Fußfeger. Wenn ich mich schon für eine Angriffskarte entscheide, dann verstärke ich jetzt an dieser Stelle mal eine Verteidigung und gehe zu dieser Kiste rüber, um im nächsten Zug dann einen Händler aufzusuchen. Was finden wir hier? Wir finden eine Birne, die beim Aufheben noch einmal unsere maximale Trefferpunkte um 10 erhöht. Das heißt, wir haben nun 85 Trefferpunkte. Sehr schön, da die Stille der Charakter mit den wenigsten Trefferpunkten ist. Willkommen, sagt der Händler und wir schauen uns mal an, was er hat. Willkommen, willkommen. Und hier haben wir schon sehr viele gute Karten und ich rechne mal zusammen, ob wir die 3 Karten, die ich vorhabe zu kaufen, auch leisten können. Es wären 159, die ich ausgeben müsste und das passt. Ich nehme einmal das Meucheln mit. Das ist eine angeborene Karte, das heißt, die haben wir von Anfang an in der Hand. Fügt 11 Schaden zu, wird danach jedoch erschöpft, aber das ist schon mal ein sehr guter Start. Dann nehme ich die giftigen Dämpfe mit. Das ist eine Macht, die zu Beginn jeder Runde 2 Gift auf alle Gegner wirkt. Und das passiert, wie gesagt, da es eine Macht ist, jede Runde. Die Karte wird danach verbraucht und ist erst im nächsten Kampf wieder verfügbar. Das lohnt sich natürlich. Und wenn wir schon den giftigen Stich haben und die Dämpfe, dann nehme ich noch Unheil dazu. Unheil fügt 7 Schaden zu und ist dein Gegner Falle giftet, füge nochmal 7 Schaden zu. Das heißt, mit einer Attacke machen wir so 14 Schaden. 3 gute Karten beim Händler erworben und wir gehen weiter. Und da haben wir schon wieder den Plünderer, der kleine Drecksack, der uns hier immer wieder Geld aus der Tasche zieht. Da wird erstmal gemeuchelt und er kriegt 11 Trefferpunkte abgezogen.
abgezogen. So, dann spiele ich den Fußfeger, wodurch ich seinen Angriff blocke und er wird auch noch für 3 Runden schwach. Das heißt, er verursacht nur 7 Schaden. 25% weniger, 2,5. Da rundet er auf. Ne? Also das ist auch merkwürdig. So, und dann spiele ich noch die giftigen Dämpfe. Dann kriegt er jede Runde nochmal 2 Gift dazu. Und schau mal, wie es jetzt weitergeht. Jetzt klaut er uns erstmal 15 Gold. Greift natürlich nur mit 7 an. Das blocke ich erstmal mit Verteidigung. Neutralisiere nochmal, dann kriegt er nochmal 3 Schaden. Und seine Schwäche wird verlängert. Und ich nehme nochmal den unerwarteten Hieb. Er kriegt nochmal 7 Schaden und seine Schwäche hält nun 4 Runden an. Nun erhält er 2 Schadenspunkte durch das Gift, bevor er angreift. Wir blocken seinen Angriff. Hat jetzt nur noch Gift 1, aber da eine Runde neue Runde beginnt, kriegt er wieder 2 Gift dazu, wodurch sich das auf 3 erhöht. So, nun hat er vor zu blocken. Das heißt, wenn er jetzt blockt, wird er in der Runde danach schon mal seine Flucht planen. Bis dahin sollten wir ihn also tot kriegen, sonst haut er mit unserem Geld ab. Aber allein mit diesem Angriff machen wir schon 14 Schaden, weil er ja vergiftet ist. Und die restlichen Angriffe reichen aus, um ihn zu töten. Kriegen unser Gold zurück, kriegen nochmal 13 Gold dazu. Und haben hier die großartige Karte Vorpreschen, die sowohl 10 Schaden zufügt, als uns auch einen Block von 10 bringt und das bei Kosten von 2. So, und diesmal werde ich am Lagerfeuer mal wieder schmieden. Und zwar werde ich die giftigen Dämpfe, die Macht, die ja dauerhaft anhält, erhöhen, sodass am Anfang immer 3 Gift aktiv werden anstatt 2. Und weiter geht die Reise und wir schauen uns an, welche Elite wir hier haben. Und wir haben einen Lagavulin. So, nun ist die Frage, sollen wir ihn jetzt schon angreifen oder sammeln wir erst einmal gute Karten auf der Hand? Denn er schläft 3 Runden und wenn wir ihn aufwecken, sprich mehr als 8 Schaden zufügen, dann wird er aktiv. Ich glaube, ich greife jetzt schon an, da ich ja Meucheln habe, dann würde ich nochmal den Angriffstrank trinken. Ein tückischer Schlag, auch sehr gut. Den nehme ich mal rein, der kostet ja gerade nichts. Dann schmeiße ich ihm noch einen Feuertrank entgegen und starte 3 Angriffe. Oder lasse ich ihn für 3 Runden schon mal schwach werden? Nein, ich mache 3 Angriffe. Je mehr Leben er los ist, desto besser. Nun wird er, ich kenne ja meine Gegner, mit 18 Schaden angreifen. Und wir haben keinen Block auf der Hand, das heißt, wir kriegen diese 18 auf jeden Fall ab. Nicht ganz, wir können ihn noch schwächen, dann sind es nur 13. Dann vergiften wir ihn noch mit dem giftigen Stich. Dann kriegen wir 13 Schaden leider ab, aber er hat auch nur noch 35. So, er wiederholt seine Attacke. Was machen wir denn da? Einmal spielen wir den Block, schmeißen dafür diese Karte weg. Wir spielen noch die giftigen Dämpfe, dass sich das Gift bei ihm noch erhöht. Und wir spielen einen weiteren Block, sodass diesmal kein Schaden durchkommt. Er greift an, kriegt erstmal seine 2 Schaden. Und nun wird sich die eine Vergiftung auf 4 erhöhen. Und in dieser Runde greift er nicht an. Aber ich glaube, es reicht schon, um zu töten. Nein, tut es doch noch nicht. 12 Schaden durch den Meisterstich, der ja jetzt 1 kostet, weil wir ja einmal getroffen wurden. Und Vorbrechen, nochmal 10 Schaden und wir erhalten 10 Block. Er kriegt jetzt 4 Schaden durchs Gift, was sich in der nächsten Runde dann auf 6 wieder erhöht. Das heißt, wir müssen in dieser Runde nur zuschauen, dass er einen Schaden von 1 kriegt, aber wir kriegen ihn direkt mit Unheil tot und haben nur 13 Lebenspunkte verloren. 39 Gold kriegen wir, also 31 so, 8 durch den goldenen Götzen. Nur nochmal zur Erklärung, warum das da hinten in Klammern steht. Wir kriegen als Relikt den Anker, das ist auch sehr gut, denn so beginnen wir jeden Kampf mit 10 Block.
Und durch den Messschieber, wenn wir es sogar noch mal schaffen, über 15 Block zu kriegen, können wir somit Block für die nächste Runde ansammeln. Ein Schwächetrank, der den Gegner für 3 Runden schwach werden lässt. Und wir kriegen eine neue Karte. Unspielbar. Wenn du diese Karte abwirfst, erhalte eine Energie. Wir haben allerdings nur eine Karte, die uns dazu bringt, Karten abzuwerfen, nämlich die Überlebenskünstlerin. Das wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir die beiden Karten auf der Hand haben, ist mir zu gering. Der Fluchtplan ist da schon besser. Ziehe eine Karte, ist die Karte eine Fertigkeit. Erhalte 3 Block. Kostet nichts. Man könnte so einen kostenlosen Block kriegen. Aber ich werde noch einmal Meucheln reinnehmen. Ist ja interessant, dass ich jetzt schon im ersten Akt zweimal Meucheln habe. Und hier haben wir ein Ereignis, das wir ja schon in der letzten Runde hatten, wenn ich mich recht erinnere. Die Schlange. Du betrittst einen Raum und findest ein großes Loch im Boden. Als du dich dem Loch näherst, erscheint daraus eine enorme Schlangenkreatur. Hoho, hallo, hallo. Was haben wir denn hier? Hallo Abenteurer, ich stelle dir eine einfache Frage. Am erfülltesten ist das Leben, in dem du alles kaufen kannst. Stimmst du zu? Ich könnte weitergehen oder ich stimme zu für 175 Gold und habe halt Zweifel, sprich, wenn wir diese Karte auf der Hand haben und sie dann nach der Runde abwerfen, sind wir in dieser Runde schwach und, also in der nächsten Runde schwach und verursachen 25% weniger Schaden. Das nehme ich in Kauf. 175 Gold ist nicht gerade wenig. Gewiss, das wird es wert sein. Die Schlange legt ihren Kopf zurück und speit einen Strahl aus Gold in die Höhe. Es ist erstaunlich und furchterregend zugleich. Du sammelst das Gold ein, dankst der Schlange und machst dich auf den Weg. So, nun haben wir hier ein Lagerfeuer. Wir ruhen hier beim Ausruhen, da es ja immer 30% sind, erholen wir hier mittlerweile 25 Trefferpunkte, weil wir ja mittlerweile 85 Trefferpunkte insgesamt haben. Da uns aber nur 13 fehlen und der erste Boss noch nicht so stark ist wie das, was danach kommt, schmieden wir noch einmal und mal schauen, was wir da machen. Da können wir die Schwäche erhöhen. Ich glaube, Unheil ist gut. Ja, 10 Schaden und wenn er vergiftet ist, nochmal 10 Schaden. Das ist ganz gut. Und dann schauen wir uns an, um welchen Endgegner es sich hier handelt. Wir haben den Hexergeist, dessen Absichten uns momentan unbekannt sind. Wir wissen nur, es handelt sich nicht um einen Angriff. Ich muss kurz was trinken. So, dann werden doch direkt die beiden Meuschelkarten genutzt. Kriegt schon mal 22 Schaden. Wir erhöhen es auf 27 und auf 37 und beenden unseren Zug und sehen dann am Moment. Ich kann noch die Überlebenskünstlerin spielen. Dann hätte ich einen Block von 18 und hätte somit schon mal einen Startblock für die nächste Runde von 3 durch den Messschieber. Machen wir das doch auch noch. Denn er wird in der nächsten Runde garantiert angreifen. Und das sogar recht stark mit 42, also jetzt nur noch 39. Ich glaube, ich werfe mal den Schwächetrank. Verringern somit den Schaden auf 30 mit unserem Block 27. Spiele die giftigen Dämpfe, damit er jede Runde weiter vergiftet wird und spiele einmal Vorbrechen. Damit haben wir dann nur noch 17 Schaden, die wir einstecken und fügen ihm auch nochmal 10 Schaden zu. So, jetzt ist es natürlich das traurige 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte mal, er hat uns 4-mal getroffen, das heißt... Die Karte Meisterstich wird jetzt 4 kosten, unbezahlbar für uns, weil wir so viele Treffer eingesteckt haben, weil er halt so viele Angriffe macht. So, wir schwächen ihn aber ab und blocken mal den Angriff.
und schwächen ihn noch eine weitere Runde ab mit unerwarteter Hieb, werden in der nächsten Runde jedoch leider auch schwach aufgrund des Fluches Zweifel. Und ihr seht, die Stille ist schon ein bisschen schwerer zu spielen, weil man sich nicht andauernd selber heilt. Man muss hier ein bisschen, ja, ich sage mal, mehr planen bei den Angriffen. So, die Verletzung blockiert, der Meisterstich ist aufgrund der Kosten nun unspielbar. Wir können aber nochmal die Schwäche eine Runde verlängern, noch einen Schlag vollführen und noch einmal blocken und kriegen einen weiteren Schaden ab, womit Meisterstich dann schon 5 kostet. Also, wer nicht blocken kann, der hat mit dieser Karte nachher doch sehr viel Pech. Wir blocken aber weiterhin, erhöhen das Gift und greifen auch nochmal an. Der Kampf gegen den Hexergeist, der wird wohl etwas länger ausfallen, weil wir halt nicht wirklich viel Schaden hier verursachen. Wobei, doch, in dieser Runde schon. Er hat ja jetzt auch schon 12 Gift. Wir holen uns erstmal hier 14 Schaden nochmal, verteilen wir ihm durch Unheil, 2×7. Machen nochmal Vorbrechen. Das macht auch nochmal gut Schaden. So, 126, also fast die Hälfte erreicht. 10 will uns diesmal reinhauen. Dann machen wir doch wieder den Fußfeger. Machen Neutralisieren, 7 Runden schwach. Und verlängern das nochmal mit unerwarteter Hieb. Auch wenn das jetzt keinen Schaden zufügt, weil er noch genug Block hat, ist er noch 8 Runden geschwächt und er kommt nicht durch unseren Block. Gift ignoriert übrigens jeglichen Block. Das heißt, eigentlich kann man hier recht gut das aussitzen, wenn man gut Gift hat. So, ich spiele die Überlebenskünstlerin, werfe eine weitere Karte ab. 18, das bringt nichts, Block anzusammeln. Also greifen wir nochmal an. Und die Lebensenergie sinkt rapide ab, schon bei 90. In der nächsten Runde hat er schon 18 Schaden. Aber nun kriegen wir die Nachwirkungen der Angriffe des Hexergeistes zu spüren. Denn wir haben einige Statuskarten in unser Deck bekommen. Und alleine dafür, dass ich die beiden auf der Hand habe, kriege ich 4 Schaden. 2 für jedes Brennen auf der Hand. Ich habe keinen Block. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal 22 Schaden. Wir müssen also zusehen, dass wir den Hexergeist so langsam mal fertig machen, bevor er es mit uns tut. Und da sinkt unsere Lebensenergie auf 32. Und nun, wo er sich einmal komplett gefüllt hat, wird er auch aggressiver. So, er macht wieder einen Angriff von 6. Dann spiele ich mal wieder Vorbrechen. Ja, ja doch. Er ist ja noch 5 Runden schwach, das könnten wir jetzt noch verlängern. Aber ich glaube, die Karte zu spielen macht dann weitaus mehr Sinn. Denn er verliert jetzt eh nochmal 20 Lebenspunkte. 5 Runden wird er einfach nicht mehr überleben. Schon und durch das Gift schon nicht. Ja, ich blocke jetzt einfach die 10, mache noch einen Angriff. So, in der nächsten Runde wissen wir, egal ob wir etwas machen oder nicht, wird der Hexergeist an Gift sterben. Das ist der Grund, warum ich mich so gerne auf Gift konzentriere. So. Damit wurde er besiegt. Wir kriegen 129 Gold, die flüssige Bronze, welche uns Stacheln gibt, wenn wir sie trinken. Ich erinnere nochmal daran, dass im letzten Gameplay mit dem Eisernen, das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir angegriffen werden, für jede Attacke der Gegner auch 3 Schaden nimmt. Und nun schauen wir uns mal die besonderen Karten an. Da hätten wir einmal, das Ziel verliert X Stärke, wende X schwach an. Das ist halt davon abhängig, wie früh wir die Karte spielen, das heißt, wie viel Energie wir darin einsetzen. Dann würde das Ziel momentan bis zu 3 Stärke verlieren und wäre dann auch noch 3 Runden geschwächt. Erschöpft allerdings
Wäre nicht so meins. Ich glaube, ich entscheide mich für das Nachbild. Immer wenn du eine Karte ausspielst, erhalte einen Block. Und das ist eine Macht, die einmal aktiviert werden muss. Das heißt, für das Spielen jeder Karte kriegen wir einen Block. Und gerade mit der Stillen haben wir ja viele kostenlose Karten. Wir starten mit einem Block von 10. Wenn wir diese Karte aufbessern, ist sie, glaube ich, sogar angeboren. Oder kostet sie nichts? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie angeboren ist oder ob sie dann nichts kostet. Wenn sie angeboren ist, wäre es natürlich gut, da wir dann schon ordentlich Block in der ersten Runde sammeln können, die mit dem Messschieber dann in die nächste Runde übernommen werden können. Ich nehme das Nachbild. So, dann schauen wir nochmal in die Boss-Truhe und hier haben wir wieder drei Relikte, die angeboten werden. Wir hätten einmal die ewige Feder, heile für je 5 Karten in deinem Deck 3 Trefferpunkte, wenn du an ein Lagerfeuer kommst. Sprich, wir würden uns unabhängig davon, wie wir uns am Lagerfeuer entscheiden, ob wir da ausruhen oder schmieden, würden wir dennoch heilen. Und bei unserer momentanen Kartenzahl wären das 12 Trefferpunkte. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir mit der Jägerin, ich nenne sie gerne Jägerin, obwohl sie hier die Stille genannt wird, weil wir mit ihr halt sonst kaum, wir haben ja mit ihr keine Möglichkeit, uns groß zu heilen. Ich glaube, da macht die ewige Feder schon Sinn. Wir schauen uns die anderen Relikte trotzdem noch an. Stein der Weisen, erhalte in deinem Zug Energie, das heißt, wir haben immer 4 anstelle von 3 Energie pro Runde, aber alle Gegner beginnen den Kampf mit 1 Stärke, das kann nachher verheerend sein, das muss nicht sein. Oder wir nehmen das winzige Haus, da würden wir einen Trank erhalten, wir würden 50 Gold erhalten, unsere maximale Trefferpunkte nochmal um 5 erhöhen. Wir könnten eine Karte noch dazu nehmen, aus der wir wählen können, aus 3, und verbessern eine zufällige. Ich nehme lieber, dass ich mich bei Lagerfeuern auch heile, wenn ich schmiede. Das ist, glaube ich, etwas effizienter bei der Stillen. So, den ersten Akt haben wir also wieder durchgespielt. Das heißt, ich würde an dieser Stelle auch das Gameplay oder das Video beenden. Und den zweiten Akt nehmen wir dann im nächsten Video in Angriff. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.